Uke ist sehr gut mit Menschen, sehr gut. Ich glaube, der trifft sich auch mit Menschen ab und zu im Vergleich zu dem Rest des Teams. Ich hatte gestern ein Date. Und, wie lief's? War hübsch, niedlich und hat ganz schmutzige Witze erzählt. Frau oder Mann? Frau. Oder Mädchen. Und er bewegt sich halt verbal auf der Metaebene, auch geistig. Finde ich total cool, aber das müsste Simon noch, ein bisschen doller betonen. Also Sonic und Mario. Genau. Uke sorgt für gute Laune. Uke sorgt wirklich für gute Laune. Wenn Uke da ist, dann geht's mir gut. Also für den Teil, ich habe 30 Sekunden für den Teil, ich habe 40 Sekunden für den Teil. Da kannst du es ja in etwa schon mal so einsetzen. Dann weiß auch der Vater genau. Oder Thorn sind eigentlich nur Spielzeuge für die wirklich wichtigen Leute hier. Ich kann mit denen machen, was ich will. Das sind meine willenlose Fleischpuppen. Ich spiele mit denen. Das ist wie ein Puppenspieler mit seinen kleinen hässlichen Figuren. Uke, der spricht dann irgendwie doch schon eine andere Sprache als wir. So, der ist ja auch tatsächlich ein Akademiker. In der Akademie war er. Und der hat da ja Sachen gelernt, die verstehen wir ja sowieso nicht. Und wenn er was sagt, dann hat das immer Hand und Fuß. Ja, zum Beispiel Helge Schneider, der sagt, lass alles aus deinen Schläuchen, ja, kack in die Stiefel voll. Ja, Rand voll kaputt, ja. Ja, schreib mal dabei. Klar, du musst mal gucken, such das einfach mal, wenn es funktioniert, machst es, sonst nicht. Uke ist ein Mensch, also so ein Mensch halt. Der weiß schon, dass er atmen muss, um zu denken, so. Dass die beiden nicht so glänzen, wie sie glänzen. Weil sie sollen nicht durch ihre Haut glänzen, sondern durch ihr, ne? Mhm. Ja. Das mit dem Make-up bei mir ist so eine Sache, so, weil ich so außergewöhnlich hübsch bin, muss man mir ein paar Unebenheiten so ins Gesicht machen. Also so auch so ein bisschen so rote Flecken, Pickel, dass ich halt so ein bisschen neben Budi auch nicht so raussteche. Ich finde, sie machen einen ganz guten Job. Normalerweise würde es jetzt alles so strahlen, wie so eine Sonne. Wie so ein Jesus, der gerade so frisch gekreuzigt und wieder auferstanden ist. Authentischen Modus hier. Aber damit muss ich leben. Ich will ja auch meinen Buddy hier nicht, weißt du, ich will den ja nicht. Der soll ja nicht so kacke aussehen neben mir. Simon ist unsere kleine Diva. Aber das ist nicht böse gemeint. Ich baue uns jetzt gerade ein und wir können auch gerne beide Versionen aufnehmen. Mir ist das egal, aber ich will das am Mittwoch auf jeden Fall so haben, dass wir nicht in letzter Sekunde merken, ach scheiße, es klappt ja gar nicht. Ich bin ein sehr sensibler und einfühlsamer Mensch. Mir bedeutet es sehr viel, dass mir ist nicht so wichtig, dass die Sendung gut ist. Mir ist viel wichtiger, dass wir gut miteinander auskommen. Sehr schwierig. Schwieriger Charakter. Leicht zu erregen. Man möchte ihn auch, ist ein Vulkan gleich. Explodiert. Ab und zu, immer mal wieder, immer öfter. Blutrot wird er dann. Blut sprüht aus ihm raus. Mit Simon zusammenarbeiten, das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Ja. Ja? Also, ist er weg? Holt mich hier raus, bitte. Bitte, bitte. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ja? Er quält uns, er terrorisiert. Achtung, er kommt. Es ist der beste Mensch auf der Welt. Ja, und man kennt sich allmählich so, wenn Simon seinen Kaffee kriegt, ist er okay. Daniel ist farblos. Er macht immer das, was er so gesagt kriegt. Simon tickt manchmal aus. Also alles in allem ist es ganz okay. Ich habe schon mit Schlimmeren gearbeitet. Die Kommunikation, also das ist schon das Wichtigste eigentlich, auch dann für das Gesamtprodukt, dass wir schon blind uns verstehen. Also das ist so, wir wissen eigentlich immer sofort, was der andere meint, ganz egal, in welchem Stress wir sind oder was jetzt generell irgendwie drumherum passiert, ist schon ordentlich. Willst du von der Seite gleich schießen, die seitlich, oder nee, von der? Bitte. Von der? Ich habe da eine schöne Deckung hinter dem Wald. Ja, dann musst du ja auf die Seite dann, Axel. Ja, gleich.
Nee, ich meine jetzt nur für die Overshoulder. Wieso? Humor ist bei so einer Produktion ganz wichtig für die Motivation untereinander. Ja? Gunnar ist Aufnahmeleiter, ne? Ja. Wie macht er seinen Job? Toll. Nein. Gunnar ist irgendwie wie so ein... Gunnar ist wie ein Stativ. Schwer, irgendwie braucht man es, aber eigentlich nie. Und irgendwer muss ihn mittragen. Und das ist dann irgendwie schon immer so ein bisschen schwierig, weil der rennt dann noch immer rum, dann versucht er böse zu gucken. So. Der Stativ kann böser gucken als Gunnar. Gunnar ist für mich so ein bisschen, wie soll ich das beschreiben, also der ist so ein bisschen, es geht nicht mit ihm und ohne ihn meistens besser. Ich hab dir deinen Kaffee gemacht, Timo. Ah, alles ist gut. Danke. Ach, egal. Das ist Quatsch. Also der Gunnar ist immer zur Stelle, wenn man ihn braucht. Super netter Typ, überragender Fußballspieler. Wirklich, also man glaubt es kaum, wenn man ihn am virtuellen Fußball sieht, aber in echt ist er eine absolute Granate. Und obwohl er so unfassbar gut aussieht, ist er so auf dem Boden geblieben. Sorry, ich kann es nicht aufrechterhalten, es tut mir leid. Ich bin ein zu schlechter Schauspieler, es tut mir leid. Ein Mann, gebaut zum Überleben. Kann ich den Jimmy mal übergeben? Gunnar Krumm, seines Zeichens der wohl männlichste Mann der Welt. Gunnar Krupp. Ja, sieht aus genannt wie ein Dreitagebart, nach dem Stahl, der die Welt zusammenhält. Ihr tanzt alle nach meiner Pfeife.